So, ihr Lieben, willkommen zurück unter der gnadenlosen Sonne Afrikas. Ich lass dich vorbei. Wir haben einen Auftrag. Wir müssen Tambossa, den Anführer der, ich weiß es auch nicht mehr, APR diesmal, töten. Und dafür müssen wir erstmal dahin kommen. Da scheint so, als ob man da am besten einfach direkt hinfahren kann. Weil ich ein Gefährt dafür finde. Die erste Bushaltestation und ne, das ist auf jeden Fall zu weit. Leider gibt es da keinen Waffenhändler in der Nähe, oder wie sieht das aus? Sind denn alle eingetragen? Kein Waffenhändler in der Nähe, das heißt, unsere Ausrüstung sollte geeignet sein, um ein Attentat zu verüben. Das sollte das Pfeilgewehr sein, wenn ich mich nicht irre. Warum? Bin ich falsch abgebogen, ne? Ja. Okay, hier jetzt rechts. Wieder hoch. Und da ist dann die Brücke über den Fluss. Warum wird denn auf mich geschossen? Ich habe nichts gemacht. Ich glaube, hier bin ich noch gar nicht lang gefahren. Vielleicht finde ich ja noch einen Unterschlupf auf dem Weg. Ich habe mir so ein tolles Backup-System mit den Waffen überlegt. Dann könnte ich schauen, ob ich da noch was geeigneteres finde. Oh ja. Dann müssen wir auch nicht... okay, hier sind wir. Ja. Kann ich ja gleich direkt rechts fahren. Also, gleich heißt jetzt. Wo ist der immer zu Hause? Nö, und das ist auch gut so. Hier müsste ich doch gleich zu meiner Hütte kommen. Ich meine, die war da oben, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. So, Medikamente haben wir.
Okay, das Fallgewehr könnte ich austauschen gegen das MG. Und den Granatwerfer gegen das M16. Ja, das war auch nur eine gefundene Waffe, meine ich. Das Fallgewehr dann doch lieber. Das ist jetzt natürlich die Frage. Also beim letzten Attentat, waren das dann ja doch recht viele. Und da könnte einerseits so ein Granatwerfer ganz praktisch sein. Aber andererseits habe ich da dann ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Schüssen und muss danach dann mit der MAC-10 zusehen, dass ich weiterkomme. Aber das Fallgewehr erstmal ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Okay, ist gerade jemand lang gefahren. Hallo. Da oben fährt er noch. Sieht man nicht mehr. So, ja. Irgendwie über dem Fluss. Dann bin ich auch schon fast da, dann spare ich mir. Aha, kommt schon wieder einer. Komme ich da hoch? Ja. Mal komme ich hier hoch? Nö. Na. Anlauf. Na komm, ich weiß, dass es geht. Geschwommen wäre ich wahrscheinlich schon längst da hinten am flachen Ufer. Ach komm. So, bis hierhin kann ich gehen. Dann muss ich daher abspringen. Ach ja. Hätte ich auch gleich fahren können. Jetzt eher rechts halten, damit wir dem einen Kontrollposten umgehen. Links und rechts gucken. So weit abseits der Straße sollte uns doch hier niemand spotten können. Können wir auch mal ein bisschen schneller laufen. Etwas weiter südlicher. Da ist so eine Passage, da müssen wir durch. Und natürlich einmal über die Straße. Da fährt die Patrouille.
Schnell rüber. Oh oh. Wer was? Oh, das war gutes Timing. Das speichern wir doch mal gleich ab. So, was steht denn noch in den Missionsdetails? Irgendwas Wichtiges in seinem Versteck in Dogon Sediko. Nö. Ah, da haben wir schon die detaillierte Karte. Halte ich mich doch besser an die Seite. Der ist da oben so einsam und alleine. Wäre doch cool, wenn man den einfach ausschalten würde. Und niemand würde es bemerken. Och nein. Das ist ungünstig. Habe ich natürlich... Ich denke, das werde ich noch mal versuchen müssen. Aber... Wo seid ihr denn? Ihr doch. Ich weiß nicht, warum ich den nicht getroffen habe. Der war nicht so weit weg. Oh, das ist doch die harte Tour. Das kannst du haben. Peng. So, wer noch? Zwei auf einen Schlag. Ah, habe ich wieder zwei erwischt? Abhänge, die man so gerade eben nicht hochkommt. War doch hier rechts. Okay, das ist einfach so das schlechteste Attentat überhaupt. Direkt den ersten Schuss versemmelt. Und dann ohne Plan rein und alles niedermetzeln. Ja, war hier jemand drin? Gebäude sein. Vielleicht im ersten Obergeschoss. Ah, ja. Überraschung. Hier wahrscheinlich nur noch entkommen. Ich glaube, es ist auch gar keiner mehr da.
Ja, ich würde sagen, ich bin nicht stolz drauf, aber es hat funktioniert. Munition ist dort. Und Medikamente sollten da sein. Jo, dann können wir auch direkt zurück in die Hauptstadt. Vielleicht London. Ja, ich hole mir erst einen neuen Auftrag und dann gucke ich mal, ob ich mir vielleicht andere Waffen zulege. Ja, ein fahrbarer Untersatz. Das hilft. Oh, ein Schweinchen. Nein. Ziege. Okay, dann ist es nicht so schlimm. Nach links. Vielleicht sollten wir den Fortschritt sichern. Was stand da? Dank meiner letzten Aktionen kann ich es mir jetzt aussuchen. Mal sehen, wer mir das beste Angebot für einen Auftrag macht. Aha, so einer ist er also. Bin ich also. So, da kommt doch gleich bestimmt einer. Also gleich die nächste links. Dann den Straßenverlauf folgen. Das schaffen wir. Und sich unterwegs nicht erschießen lassen. Wo ist die Straße? Hier. Munition müssen wir eigentlich nicht auffüllen. Ui. Was man nicht alles auf der Straße so findet. Oh, der klingt ganz schön mitgenommen. Dann steigen wir doch einmal um. Hatte ich mittlerweile eigentlich mal ein Upgrade für die Autos gemacht? Ich glaube, irgendeins hatte ich upgegradet. Meine den Kampftruck. So, Finger schwebt über der C-Taste, um blitzschnell ins Geschütz zu wechseln. Ans Geschütz zu wechseln. Um Geschütz zu wechseln. Da gucke ich dir doch rein. Nee, das mache ich gleich noch mal. Ich weiß ja überhaupt gar nicht, was mich erwartet. Muss ich wahrscheinlich zweimal meine Waffen wechseln. Rechts? Ja. So, die können wir wie üblich schön ignorieren. Die werden uns nicht bis in die Waffenstillstandszone folgen. Und merkt mich, glaube ich, gar nicht. Nicht schlecht. So, ach ja, ich wollte ja gucken, wie weit sich mein Ruf gesteigert hat. Immer noch Stufe 3. Krankheitsstufe auch, Stufe 3. Okay.
Ja. Er hat doch gerade eben gesagt, er könne sich jetzt, also Er hat ich Waffenstillstand, halte ich könne mir dran. jetzt aussuchen, welchen Auftrag ich mache. Aber da schwebt leider nur ein Ausrufezeichen bei der UFLL. Naja. So. Ach ja, was habe ich denn, wen habe ich denn als letztes getötet? Nach dem Mord an Bantuwe hat Hector Ruiz die UFLL in Alarmbereitschaft versetzt. Ah, okay, der letzte Auftrag war auch im Auftrag der UFLL. Moment, genau, her mit dem Zeug. Dann machen wir da direkt weiter. Was habt ihr denn für mich? Hey Oh, Loser, den halt kenne ich doch! nicht. Lang nicht gesehen, wegen Voorhees hier, der ist nicht da. Hey, wieso arbeiten wir beide nicht zusammen? Wir könnten Voorhees und Carbonell kaltstellen, dann gehört die Front uns und wir haben das Sagen. Sie sind draußen bei Timoko, dieser Diamantenmine westlich des Hafens. Das ist einfach nur ein offenes Loch, niemand erfährt, dass sie es war. Bei der Arbeit für diesen Warlord habe ich gelernt, dass Qualität ihren Preis hat und sie liefern Qualität. Steckt eine Menge Geld drin, könnte noch mehr werden, wir werden beide reich. Diamantenmine, das ist doch genau ihr Job. Gut, die Kerle konnten sie ohnehin nie leiden. Ich lese einfach mal vor. Mein alter Boss Anto Kankaras hat Mantuves Stuhl warm gehalten. Ich habe ihn seit Libuosako nicht mehr gesehen. Mein Ruf auf dem Gebiet des Regimewechsels eilt mir voraus und er entschied, dass er in seinem Haus aufräumen möchte. Er will, dass ich Voorhees und den Rest der Führungsetage unten bei der Temoko-Mine töte. Wenn beide aus dem Weg sind, kann Anto Kankaras Warlord der UFLL werden. Ah, okay, also. Auftrag der UFLL und das Ziel sind auch die UFLL-Leute. Alles klar. Grüßen Sie Carbonell von mir. Na, gibt's da vielleicht eine Alternativmission, lieber Hakim? Nicht? Oh nein, schon wieder die Mine. Ja, okay. Wollte ja eigentlich vorher bei einem Waffenhändler vorbei, ne? Schon mal mit dem Doc geredet? Seine Sorge. Ich kann ihn nicht angucken. Ich denke mal, er redet mit jemand anders. Jungs, seid nett zu ihm. Er hat das, seit er versucht hat, jemandem eine Granate aus dem Bauch zu holen. Der Typ ist ausgeflippt und losgerannt. Die Granate ist hochgegangen. Der Doc hat einen Splitter im Kopf. Gott. Eigentlich bin ich damit ja ganz gut zurechtgekommen. Und die sehen noch. Naja, das sieht leider nicht mehr so neuwertig aus. Okay, dann fahre ich vorher zum Waffenhändler. Was wäre denn am klügsten? Ja, ich fahre mit dem Bus. Das ist zwar. Oder sieht zwar aus wie der längere Weg, aber ich weiß, dass da kaum Widersacher sind. Und direkt auf dem Weg Das hat Konsequenzen, Mann. liegt noch ein Waffenhändler. Hier natürlich kein fahrbaren Untersatz, da vorne steht einer.
So, einmal nach Südwesten, bitte. So, Auto. Oh, die Sonne geht auch bald unter. Ein Rennen gegen die Zeit. Denn niemals will hier nachts unterwegs sein. Vor allem, weil man das auf dem Video dann wahrscheinlich schlecht erkennen kann, was überhaupt vor sich geht. Man könnte auch mal so schön Zeitrafferaufnahmen machen, wie die Sonne hier so langsam untergeht. Kann ich ja mal im Hinterkopf behalten. Ach, wie war das denn? Ja, okay, diesen einen Konflikt gibt's da. Da, wo das Kreuz ist. Also der Verbandskasten. Aber, oh Gott, wie erschrocken. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Den Abstand und... Okay, es war nicht genug Abstand. Schade. Gerade so konzentriert darauf, wie ich bei diesen Außenposten vorgehe, dass ich die Möglichkeit, dass da eine Patrouille langfährt, vollkommen aus den Augen verloren habe. Auf ein neues. Vielleicht sollte ich. Da ich hier keine fest eingebaute Waffe habe, den schon mal standardmäßig ausrüsten, damit, wenn ich aus dem Wagen springe, sofort den Granatwerfer zur Hand habe und mich im besten Falle nicht wieder selbst in die Luft sprenge. Ich glaube, der kam mir da gleich schon entgegen, hinter diesem Hügel. Dann ist es natürlich immer eine gute Idee zu speichern. So. Nicht lang gefackelt.
glaube, beim letzten Mal war hier gar keiner mehr. Da sollte man sich natürlich nicht drauf verlassen. Vielleicht ein bisschen hier schon mal aus. Selbst wenn da keiner ist. Doch, da ist ja jemand. Ah, der hat mich wahrscheinlich auch schon entdeckt. Oder wie sieht das aus? Ja. Das ist das Schöne an Giftpfeilen. Was? Ja, haben wir. Ja, und bei jedem kleinen Erfolg speichern. Schaden kann das jedenfalls nicht. Hier mal eine kleine Abkürzung. Schaue ich doch noch mal kurz rein. Wir haben ja jetzt doch ein paar Diamanten gesammelt. Eine Uzi. Besser als die Mac 10. Eigentlich bin ich damit super zufrieden. Das ist natürlich die... damit verschleudere ich jede Menge Munition, weil die so eine hohe Kadenz hat. Vielleicht ist das bei der Uzi ja besser. Ich gucke erstmal, ob wir uns noch was Nützliches leisten können. Schrotflintengurt. Ich benutze Schrotflinten eigentlich gar nicht. Dafür brauche ich dann auch nichts ausgeben. Hier habe ich schon alles gekauft, was es gibt. Wind würde mich auch interessieren. Aber... probier's mal mit der Uzi. Ja, die Verbesserung kann ich erst kaufen, nachdem ich die schon einmal gekauft habe, die Waffe. Naja, ja. Auch wenn ich Geld über habe, brauche ich es ja nicht komplett verschleudern. Na? Steht da jemand vor? Hallo? Doch was gehört? Ach nein. Achso, Quatsch, ich habe ja noch genug Malaria-Tabletten. Ich dachte gerade, ich hätte das gleiche Problem wie im vorletzten Mal, was glaube ich. Möchte ich doch mal ausprobieren. Ja.
war das denn? Konnte man hier nicht so viel von der Umgebung zerstören? Vielleicht auch 30 Schuss. Und schon eine deutlich niedrigere Kadenz. MiG-10 war halt echt so Spray and Pray. Aber ich denke mal, die ist auch ausreichend und vergeudet dabei nicht ganz so viel Munition. Könnte mir das auch irgendwo anzeigen lassen. Ah, hier Waffenstatistiken. Schaden ist eine solide 2, Reichweite auch, Präzision eine 3,5. Feuerrate 2,5. Gleich wahrscheinlich sofort alles wieder vergessen. Ah, okay, ich habe damit sogar mehr Schaden und mehr Reichweite, dafür weniger Präzision. Und natürlich weniger Feuerrate. Okay. Ich finde, das klingt nach einer soliden Zweitwaffe. Da kann ich dann zur Not auch auf das Sturmgewehr verzichten als Primärwaffe. Oder? Überleg's mir gleich nochmal. Mehr Präzision wollen wir und wir wollen mehr Verlässlichkeit. Dann nehmen wir gleich die neue. Tja, Granatwerfer, ja oder nein? War ich mit der M16 auch voll zufrieden? Und so auf die Distanz ist das ganz geil. Aber dafür habe ich dann natürlich auch mein Pfeilgewehr. Hier mal eben, wie das so ist mit dem Kaliber 50 Scharfschützengewehr. Ach so, das ersetzt das Sturmgewehr. Aha. Eine Vergrößerung ist das gleich, ne? Oder? Schon ein bisschen näher dran. Ja, das ist schon ein bisschen näher dran. Und ich habe ja richtig viel Munition. Das ist natürlich geil. Das klingt doch nach einem Plan hier. Uzi, die Kaliber 50. Und dann brauchen wir noch was zum Sturmabwehrschießen. Was Maschinengewehriges vielleicht? Oder was ist denn noch im Slot der Spezialwaffe? Spezialwaffen hängen da. Die Maschinengewehre. Oder ich nehme wieder die gute alte Armbrust. Muss alles sehr gut überlegt sein. Ich
Ja, mit der Uzi habe ich eigentlich auch schon was. Mit hoher Kadenz. Habe ich hier noch was, damit es Bumm macht. Backup-Waffe lasse ich hier mal das M16 drin und hier ist das Maschinengewehr. Ja. Aber ich denke mal, auf die MAC-10 können wir dann verzichten. Die sieht so dreckig aus. Verlässlichkeit hatte ich doch gemacht. Weiß ich auch nicht. Aber dann sind wir super vorbereitet. Wir müssen jetzt nur noch mal schlafen, damit die Nacht vorbeigeht. Das ist natürlich blöd. Ah, okay, da oben ist ein Unterschlupf, den können wir bei der Gelegenheit ja gleich freischalten. Was habe ich jetzt gespielt? Ja. So. Dann nutzen wir doch das letzte Licht. Das ist schon eine geile Reichweite. Leise Waffe habe ich jetzt gar nicht, ne? Aber hat sich ja schon gezeigt, das ist eh nicht so mein Stil. Doch mal, wie ranzig der ist. Also was heißt ranzig? Gebraucht. Im 16 sah er mal aus wie neu, wenn ich das frisch von der Wand genommen hatte. Oh ja. War eine super Entscheidung. Diamant in der Nähe. Wie lange wollen wir denn schlafen? Ich denke mal, wir stehen beim ersten Tageslicht auf. Ich gehe jetzt einfach mal immer. Oder ich gehe ja immer davon aus, dass es so um 6 ist. Boah. Gute Zeit zum Aufstehen. Zumindest im Videospielen. Schade, dass wir hier keinen haben, der bereits zur Rettung ist, oder? Am Leben. Aber hier ist keiner, der mich retten will. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Nun haben wir.
großes Kaliber im Auto haben wir auch. Ich glaube, das war jetzt noch ein ganzes Stückchen bis zur tatsächlichen Mine, oder? Und beim letzten Mal nicht hier so zwei Gesellen, die mich überfallen haben. Ne, das war durch an einer anderen Stelle. Oh Gott, bin heute auch wieder ein bisschen heiser. Tut mir leid. Noch hinlegen könnte, das wäre natürlich cool. Auch mal speichern. Kreative Lösungswege. Ich kann mir das ja erstmal von der anderen Seite anschauen. Das sollte doch besagt Hütte sein. Da ist einer. Dort ist einer. Oder ich gehe vielleicht da hoch. Auf jeden Fall nicht so viel Deckung. Ist aber nicht die Hütte, ne? Da sind die irgendwie drin. Sind wir mal ein bisschen risikofreudig. Da rechts ist auch einer. Ja, gut, dass ich gar keine leise Waffe mitgenommen habe. Also Machete. Aber das tue ich mir, glaube ich, nicht an. Wie komme ich da denn rein? Du warst auch in Dubai. Nein, ich war im Osten. Hast du da gekämpft?
Oh. Ich dachte, ich hätte dich gesehen. Hast du nicht zur Bastion gehört? Doch, hab ich. Aber damit das klar ist, ich war noch nie in Logan. Wenn du Rache willst, bist du beim Falschen, kapiert? Ganz ruhig, Kumpel. Das war der totale Albtraum. Das waren meine besten Freunde. Oh Gott, wie wechsle ich denn nochmal die Granate? Nächste Wurf auf F. Okay. Wenn ich schon mal dabei bin. Ja, aber dann... Ja. Hat sich erledigt. Ich wollte gerade sagen, hat es sich erübrigt, wollte ja eigentlich mein Scharfschützengewehr benutzen. Ja, die MAC-10 wäre jetzt garantiert schon leer. Komm, jetzt will ich aber wenigstens einmal... Hier, komm. Bang. Ah, das war so nicht geplant. Hallo, Freunde. Seid ihr? Kommt raus. Okay, wenn ich da reingehe... Nach dem Plan. Meine, er ist ja das Arschloch und hat damit angefangen. Solange das Geld stimmt, ich glaube, über Moral brauchen wir hier lange nicht mehr reden. Hm? Ach so. Aber ich kenne ihn ja gar nicht. Den kannte ich. Egal, finde ich lustig, dass der Typ, der seine eigenen Leute beauftragt hat zu töten, dass der jetzt erschossen wird. Weiß zwar nicht, wie sich das auf meinen Ruf auswirkt. Weiß nicht, ob man diesen Move machen kann aus, was war's denn, für eine Handvoll Dollar mehr? Nee, ich weiß es nicht. Gott, was war das für ein Western? Lief an Cleef, führt seinen Auftrag aus, nimmt dann aber von Opfer noch das Geld entgegen und tötet anschließend den Auftraggeber. Das würde ich gerne machen, aber weiß ich, ob das Spiel das dann versteht. Nicht als Mission abgehakt, verbucht. Deswegen lasse ich ihn jetzt am Leben. Vielleicht kann ich ja noch mal später in einem parallelen Run ausprobieren, was passiert, wenn ich es andersrum mache. Außerhalb des... Ja, das klingt gut. Dann kann ich nämlich endlich ein Scharfschützengewehr benutzen. Dann schaue ich aber erstmal, ob ich noch ein bisschen Munition hier finde. Bist du noch böse auf mich oder sind wir jetzt dicke? So. Und zwar... Tut mir leid. Soll ich dir hochhelfen?
frisst dich. Mag es, wenn das passiert. Ja, am einfachsten ist es, glaube ich, genau wieder zur Bushaltestelle zurück. Weil hier muss ich durch mindestens zwei, wenn nicht drei, feindliche Posten. Es wäre auch echt cool, wenn man sich das so selbst markieren könnte auf der Karte. Denn sowieso ein bisschen besser, wenn diese Markierung auf der Karte so ein bisschen die, wie sagt man, die Materialität der Karte auch hätten, also wenn es so mit Buntstiften eingekreist wäre. Das hätte man sicherlich machen können. Wäre dann vielleicht nicht so plausibel, dass okay, gut zu wissen. Ich kann. Ach so. Oh Gott. Hatte vergessen, dass er ja gar keine montierte Waffe hat. Da funktioniert das dann natürlich auch nicht, wenn ich auf C drücke. Wie rum? Vollkommen die Orientierung verloren. Hey! Ah, Gott. Weißt du was, ich habe auch da vorne irgendwo mein altes Auto stehen. Oh, obwohl das war noch ein Stückchen. Ja, noch ein ganzes Stückchen. Aber hier bin ich richtig. Hatte ich das nicht hier geparkt? Bist du? Ich meine, ich hätte es hier geparkt. Naja, wenn ich eh kein Auto mehr habe, dann brauche ich mich ja auch nicht an die Straßenführung zu halten. Und irgendwann sollte ich schon wieder ein Auto kriegen. Okay, ich hätte auch den anderen Weg nehmen können. Der wäre sehr viel kürzer gewesen. Naja. Manchmal lernt man aus seinen Fehlern, manchmal nicht. Im besten Fall kann ich hier jetzt einfach dran vorbei laufen. Geh jetzt mal zu dem Unterschlupf hier links in der Hoffnung, dass da ein Auto steht. Bin ich noch richtig? Okay. Was ist denn da vorne? Ach so.
Oh, bitte lass dein Auto stehen. Das habe ich mir so erhofft. Überlege gerade, bislang hat man ja irgendwie nicht eine Öffnung, ein Fenster oder so gesehen, dass man von außen da reinsehen konnte in diese Hauptquartiere der beiden verfeindeten Parteien. Frage ich mich, wie die das machen, ob da jetzt irgendwie so ein Fensterchen offen ist oder ob der einfach draußen ist. Obwohl, er stand, glaube ich, in seinem Büro, soll er erschossen werden, also von außerhalb der Stadt in sein Büro rein. Würde sehr interessieren, wie viel Zeit man hier mit dem Fahren verbringt. Oh, Zebras. In die Mitte will ich. Dahin. Ja. So, vielleicht finden wir das ja in den Statistiken. Hauptmission, Kameraden, Nebenmission, ja, das habe ich vernachlässigt, ich weiß. Untergrundmission. Stich gelassen. Ach so, das war, dass ich mich entscheiden musste. Oh, schon einige Diamanten gefunden. Eine Strecke. Ha, okay, das hätte ich nicht gedacht. Dass da gar nicht so ein großer Unterschied ist. Ich dachte, man fährt bestimmt irgendwie das Doppelte, wenn nicht das Dreifache der Strecke. Jetzt in Far Cry 3 war es so, dass ich da, glaube ich, immer ein bisschen weniger gefahren bin als gelaufen. Aber hier ist das Spiel ja schon so designt, dass man andauernd fährt, weil man quasi nicht vom Fleck kommt, wenn man alles zu Fuß machen will. Ah, okay. Ja, die Waffenverbotszone. Wie machen wir das denn mit einem Attentat in der Waffenverbotszone?
Das heißt, wie stellen wir uns da klug an? So, gucken wir mal, ob hier ein Fensterchen offen ist. Der Überlebende hat mir natürlich ein Angebot gemacht. Er sagt, wenn ich ihn am Leben lasse, kann er es so einrichten, dass ich Anto Kankaras in Port Silao von der anderen Straßenseite aus erledigen kann. Während er sich zufrieden im Mandat Bantuves alten Sessel zurücklehnt. Er hat versprochen, die Fensterläden würden weit offen stehen. Ein verlockendes Angebot. Ja. Das hatte ich mir schon gedacht, aber... Nochmal gut, dass ich die Beschreibung gelesen habe. Kann man natürlich nicht oft genug speichern. Die andere Straßenseite. Wo ist die denn? Dach da oben, der Balkon sieht so prädestiniert für ein Attentat aus. Hey Mann. Bist du der Neue aus dem Fischerdorf im Norden? Ja. Gut, andere Straßenseite, ja, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wenn das Haus von Straßen umgeben ist. Schauen wir mal, ob... da oben ist was offen. Da ist natürlich die Hölle los, wenn ich von hier schieße. Vielleicht von da oben könnte ich es vielleicht sogar verteidigen. Da oben bin, dann kann ich hier auf der Seite runter. Gut, die werden wahrscheinlich auch auf mich schießen. Das war ja bislang so, dass es egal war, welcher Partei man angehörte. Müsste ich hier vielleicht einen Fluchtwagen positionieren. Oder gibt es noch eine klügere Variante? Hey. Boah, ich stört nicht, dass ich das so diesmal etwas ausgiebiger plane, aber das macht ja auch Spaß. Es ist wahrscheinlich gar nicht gerechtfertigt und ich könnte auch einfach so hingehen, schießen und mir den Weg freiballern. Das sieht doch vielversprechend aus. Vielleicht schaffe ich sogar hier rüber zu springen. Dann kriege ich keinen Fallschaden. Hier durch. Und hier kann ich bestimmt rüberspringen. Ja. Komischen Schatten sind wieder da. Natürlich schön, wenn ich ein Fluchtfahrzeug noch entsprechend positionieren könnte. Weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo das war.
Nein, hinter der Kirche. So, das sieht doch gut aus. Kommt da vielleicht sogar drüber? Nö. Ja, man konnte auch Minen legen, ne? Hier herrscht Waffenstillstand. Halt dich dran. Oder komme ich in den Kirchturm rein? Das wäre natürlich geil. Ja. Dann hier rüber. Gut, ein bisschen weit weg geparkt, aber das sollte auch kein Problem sein, bis die Leute hier angekommen sind. Hat sich doch mal gelohnt. Ich hoffe jetzt, dass ich da eine freie Schusslinie habe. Na gut, bis ich hier runtergeklettert bin, sind die wahrscheinlich schon alle da. Den hatte ich schon. So, dann kann es ja losgehen. Der Anschlag. Übrigens auch ein tolles Buch von Stephen King, was ich empfehlen kann. Hat überhaupt nichts mit diesem Setting zu tun. Abgesehen von dem namensgebenden Anschlag. Ah, mir fehlt so ein bisschen das Sniper-Feeling. Mit Luft anhalten. Kann ich irgendwie Luft anhalten? Glaube nicht. Natürlich auch lustig, wenn ich das jetzt nach, keine Ahnung, 20, 30 Stunden herausfinde. Tja. Ja, was ist denn jetzt los? Okay, machen wir es kurz und schmerzlos. Gehen wir ein bisschen weiter darüber. Ja. Hihihi. Das ist doch mal ein gut geplanter und sauber durchgeführter Plan. Ja, super. Ja, ich bin doch geflohen. Reicht das nicht? Ich möchte ein bisschen mit dem Boot rumkurven. Sagt in unser Ruf. Ha! Ah, Krankheit ist aber auch. Steigt die Krankheit gleichzeitig mit dem Ruf an? Die Leute halten mich für den Teufel in Person. Es gibt Gerüchte, ich würde meine Opfer essen und sie lieber erst verletzen, als gleich zu töten. Einfach aus Spaß. Das stimmt ja nicht ganz. Es ist dringend. Ich muss Sie warnen. Einige Ihrer alten Verbündeten sind hier. Also seien Sie vorsichtig, wenn Sie herkommen. Was meint er denn mit alten Verbündeten? Meint er mit alten Verbündeten ehemalige Verbündete? Er sagt, es gäbe neue Entwicklungen bei seiner Story, was bedeutet, dass der Schakal damit zu tun haben könnte. Okay, ungebetene Gäste, ja. Dann sind das wahrscheinlich eher ehemalige Verbündete.
gespeichert? Dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal den Weg über den Fluss oder den Tümpel, See, was auch immer das ist. Oh, das muss ich mal gucken. Das ist ja eigentlich auch ein Klassiker, dass hinter jedem Wasserfall, zumindest dass die Chance besteht, hinter jedem Wasserfall, Gott, kann ich mir sprechen, hinter jedem Wasserfall in einem Computerspiel einen Schatz zu finden. Vielleicht habe ich das sogar schon mal gemacht. Weiß ich gar nicht mehr. Hahaha. Ja. Da bin ich stolz auf mich. Okay, aber Karma schlägt direkt zu. Aber auch sehr cool, dass man... Karte natürlich nicht in die Hand nehmen kann, wenn man im Wasser ist. Nichts los. Jemand im Boot. Ich glaube, das sind nur Rohre. Also ich sehe nichts Verdächtiges. Aber es kann natürlich auch sein, dass entweder die Gegner erst spawnen, wenn ich da bin. Oder dass es so wieder so ein geskripteter Hinterhalt ist. Ich schwimme erstmal an das Ufer und sondiere von da aus nochmal die Lage. Oder über das Schiff, da drauf komme. Ja, komm, jetzt bin ich sowieso schon fast am Steg. Ja, das wird wahrscheinlich sowieso wieder so ein geskriptetes Event sein und dann, wenn ich drin bin, schlägt die Falle zu oder so. Hey, ich bin's, Kipo. Reden wir, bevor Sie gehen. Denken Sie noch mal drüber nach. Nein, diesmal haben Sie nicht die Wahl.
Ich habe Ihrem Freund, dem Lieutenant, eine Menge Geld bezahlt, damit wir uns beide unterhalten können. Das wird also ein teures Gespräch. Dem Lieutenant? Welcher Lieutenant? Keine Ahnung, wer der Lieutenant ist. Wahrscheinlich nicht richtig aufgepasst. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber es gab einen Zwischenfall am Flughafen. Eine üble Schießerei. Diese Männer bringen mich hin, damit ich mir selbst ein Bild machen kann. Vielleicht wollen sie mich aber auch umbringen, wer weiß. Wenn es kompliziert wird, kann ich sie dann anrufen? Niemand sonst würde mir helfen, auch mein Arbeitgeber nicht. Ich muss mich auf sie verlassen können. Sonst wage ich es nicht, in diesen Wagen zu steigen. Es wird jeden Tag schwieriger, nur daneben zu stehen, Notizen zu machen und zu glauben, das würde etwas verändern. Manchmal wünschte ich wäre sie. Hey, kommen Sie her. Ich habe ein Geschäft für Sie. Laden Sie Ihr Telefon immer auf. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Okay. Ja, er ist mir noch am sympathischsten. Also, hey, lang nicht gesehen. Leboa Seco. Hat sich viel verändert. Sie waren beschäftigt, oder? Sie und die UFLL. Ich war aber auch nicht faul, hab nachgedacht und denke, wir könnten uns gegenseitig helfen. Sie kennen Purfoy und Greaves. Die können uns nicht helfen, nur Schmerzen verursachen. Wir würden alle besser schlafen, wenn diese Typen verschwinden, oder? Ich habe einen Plan. Wenn die beiden tot sind, kann ich mit der APR eine Menge erreichen. Mit ihnen zusammen, okay? Ich würde für diesen Job einiges springen lassen. Es lohnt sich also. Sie müssten nur nach Seppuku fahren und sich um sie kümmern. Dann kann's losgehen. Seppuku war im Norden. Weiß ich nicht mehr, oder war es die Hauptstadt? Heart of Darkness. Das mal nicht eine eindeutige Anspielung ist, aber sehr cool. War ich da denn schon mal? Nee, ne? Landing Zone. Womp. Ja, die Hütten scheinen ja freigeschaltet zu sein. Vielleicht ist das einfach ein späterer Spielabschnitt. Ah ja, genau, das müsste da östlich vom Gefängnis sein. Es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ja. Ja, mache ich, aber Priorität hat hier mein Freund. Ruben. Jetzt für die APR, klar, stimmt. Gut, ach, da sind die. Oh Gott. Na gut, da komme ich ja mit dem Bus recht schnell hin. Machen wir das. So, Grease töten. Ruben hat nicht gelogen. Wir hatten Besuch bei der Hafenbar. Ah, okay. Das war der Besuch. Säuberungsaktion zum Vorbild genommen. Greaves und anderen Leutnant oben in Seppuku umlege. Ja, ach komm. Solange das Geld stimmt, ist uns alles egal. Und bei der Bewaffnung können wir auch so weit bleiben. Der bisher ganz hervorragend funktioniert. Und diesmal können wir auch den schnellen Weg über die Straße zurücknehmen. Na, war da jemand? Kommt der denn her? Hä? Bin doch die Strecke lang gefahren. Hat er sich da versteckt gehabt? So. Oh, wer denn jetzt? Ach so. Ach, scheiß drauf.
Ja, kommt da noch jemand? Schon ein bisschen hier aggressive Atmosphäre. Ich kann mir gar nicht vorstellen, woran das liegen mag. Gut. Schalten wir erstmal den Außenposten frei, den Unterschlupf. Ach ja. Okay. Danke für ein geländegängiges Gefährt. Nicht einsichtig von hier. So, rück doch mal ein bisschen zusammen. So, vielleicht ist hier ja auch einer meiner Kameraden. Ich glaube, es ist noch gar nicht so spät, ne? Ja, gerade ist 9 Uhr. Ist die Frage, ob ich vorsichtshalber Waffen schon mal wechsle? Glaube nicht. Weiß, das war beim letzten Mal mein Verhängnis. Aber dreckig sehen die jetzt wirklich nicht aus. Das sollte eigentlich gehen. Guck mal an. Liegt da vielleicht ein Diamant? Ja. Tja, wie komme ich da denn dran? Jetzt komme ich dann da wieder raus.
Wenn ich da so reinspringe. Ah ja. Oh, oder war es 9 Uhr abends? Kann natürlich auch gewesen sein. Steht nicht direkt, wo die sitzen. Da komme ich nicht hoch. Nee. Hey. Ach, hier war ich doch auch schon mal. Klar. Ein bisschen verwinkelt. Original gar nichts. Noch gar nicht gespawnt oder wie? Ah, guck mal, da ist einer. Kann hier schön warten, bis die rauskommen. Ja, ist zugegeben ein bisschen langweilig, aber wofür habe ich denn das tolle Gewehr? Gehe ich jetzt da durch, oder? Das fällt ja sehr offen. Aber ich habe natürlich auch den Reichweitenvorteil. Da sind garantiert welche. Sonst hätte ich die nicht gehört. Jawohl. Gute Nacht. Okay, zu einer Unterhaltung gehören immer zwei.
Das heißt, mindestens einer muss noch da sein und dann noch die eigentlichen Ziele des Attentats. Na, doch jemanden gesehen? Ziemlich sicher, dass ich den hier links noch nicht erwischt hatte. Oder doch? Doch? Da vorne. Und rechts. Oh Gott. Das ist zu nervöser Finger. Das ist mir doch ein bisschen zu spannend. Wen hat die gesprochen?
Ich muss dich auch erschießen. Oder machst du mir auch so ein cooles Angebot? Ach komm. Ah. Ja, ja, klar. Mache ich das schon wieder? Eigentlich mache ich das. Sorry, dass ich sie so lange überlegt habe. Ich finde es lustig. Ich hoffe nicht, dass hier der Reporter dadurch gefährdet wird, der von dem unterstützt wurde. Gehe jetzt mal einfach davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Wäre jetzt natürlich cool, wenn er direkt damit gerechnet hätte und mir dann eine Falle stellt. Wo müssen wir denn hin? Ja, klar. Hauptquartier. Aber erstmal hier rechts, schön über den Felsen drüber. Vielleicht mal im Unterschlupf vorbeischauen. Na, hey. Hier einmal gemütlich die Nacht verbringen. Stimmen wir jetzt nur mal 5 vor 6 auf. Was haben wir denn jetzt? 88%, ja. Die Bushaltestelle, ja. So, einmal ins Zentrum, bitte. Ach ja, diese Attentatsmission finde ich eigentlich ganz cool. Es gab ja auch diese Nebenaufträge. Aber das war mir irgendwie, da habe ich glaube ich auch nur den eingespielt, ganz am Anfang. Hat mir irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Aber jetzt schön doppeltes Spiel spielen. Eine jegliche Moral haben wir sowieso längst hinter uns gelassen.
Ja, wir hätten uns noch eine stilvolle Waffe für dieses Attentat überlegen können. In der Uzi ist das schon ein bisschen plump, oder? Ah ja, ich werde wahrscheinlich wieder fliehen müssen. Also, er wird alles so vorbereiten, dass ich ohne Waffenkontrolle durch die Vordertür und bis in Tambossas Büro ein Stockwerk höher komme. Das wäre mal eine nette Abwechslung von der üblichen Routine. Ist doch hier. Natürlich richtig cool, wenn ich dann einfach aus dem Fenster springen könnte. Nun ja. Aber das sollte auch so funktionieren. Keine Waffen, los, Arme hoch. Nun. Oh. Los, Mann, komm rein und trink einen Schluck. Hi. Peng. Ein bisschen leid, er war so freundlich. Letztendlich sind das doch alles genau solche Arschlöcher wie ich selbst. Nee, ich werde doch jetzt nicht ins Telefon gehen. Ja. Oh. Hallo. Ey. Nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Klar, ist natürlich auch nicht so klug, während eines Feuergefechts ans Telefon zu gehen. Aber ich dachte, wenn ich da nicht dran gehe, dann verfliegt die Möglichkeit, diese Mission anzunehmen. Umwegen zum Fluchtwagen. Ach ja, müsste mich hier durchkämpfen, ne? Mist, ey. Da habe ich ja keinen Bock, mich jetzt hier erst noch durchschlagen zu müssen. Komme ich da irgendwie dran vorbei?
Das hat doch ausnahmsweise mal geklappt. Ist das ein Freund oder ein Feind? Fuck. Okay. Nicht nett. Okay, den Mörser muss ich erstmal ausschalten, der müsste da vorne irgendwo sein. Ja, entscheid dich. So, lass mich raten. Das ist jetzt wieder ein Hinterhalt. Hier drüben. Doch nicht. Wo ist hier drüben? Okay, probieren wir es mal mit der Tür. Gut. Danke, dass Sie hier sind. Ich kann keinen Hinterhalt. Okay, das stimmt nicht. Journalisten werden immer ausgewiesen, wenn das Militär den Bürgern schweren Schaden zufügen will. Alles ist möglich. Dieser Krieg kommt in seine finale Phase. Wir werden uns nicht wiedersehen, deshalb werde ich Sie für Ihre Hilfe bezahlen. Ich habe nur eins anzubieten, das sind Informationen. Hier sind sie. Die APR und die UFLL haben zwar einen Waffenstillstand ausgerufen, aber das sind schlechte Neuigkeiten für uns alle. Sie haben sich vereint und als erstes werden sie den Aufstand niederschlagen, der in diesem Moment im alten Gefängnis stattfindet. Dafür ist der Schakal verantwortlich. Da bin ich mir sicher. Man muss sich für eine Seite entscheiden. Es gibt keine Außenstehenden mehr. Das gilt auch für mich. Sie sagten, wir dürfen ausreisen, aber ich bleibe hier. So oder so ist das hier mein letzter Krieg. Ich bin Afrikaner. Das ist meine Heimat. Ich muss was tun. Das hier ist für meine Frau Michaela und meine kleine Tochter. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie es erhalten. Was zustößt. Die Adresse steht auf der Innenseite. Versuchen Sie, den Lokal zu finden und passen Sie auf. Okay. Zum Gefängnis gehen und den Schakal zu treffen. So, Stufe 5 haben wir da. Allein mein Anblick lässt tapfere Männer in Panik geraten. Sie wissen, dass sie geliefert sind, wenn ich in der Nähe bin. Das ist zwar nicht gut für die Moral in einem Lager, aber es ist gut für mich.
Okay, auf hier. Mist, der Diamant, der war, glaube ich, beim vom Flugplatz aus konnte man den, glaube ich, erreichen. Egal, wie euch. Hey. Ich glaube, der schnellste Weg ist, wenn ich da direkt mit über die Straße mit dem Auto hinfahre, ja. Ich werde aber trotzdem all meine Waffen auffrischen. Nicht, dass das wie beim letzten Video oder vorletzten Video ist. Kann es mir nicht vorstellen, vielleicht ist aber was Neues freigeschaltet worden. Haben wir jetzt doch ein paar Hauptmissionen gemacht. Nicht so weit ich das beurteilen kann. Bei der Gelegenheit kann ich ja auch gleich mal in der Bar vorbeischauen. Vielleicht finde ich da noch jemand Nettes zum Plaudern. Aber es sind alle ausgeflogen. Das Scharfschützengewehr. Gut, das ist zwar super. Ich überlege gerade, behalte ich das? Ja, ich behalte das.
Hey. Das war die falsche Taste. Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, was passiert. Ja, ist da gerade jemand? Ja. So. So nicht, mein Freund. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, was passiert. Weil der große Aufstand ist. Vielleicht hat es sogar geholfen, dass wir Hakim schon befreit haben. Aber vielleicht war das vom Spiel auch gar nicht eingeplant, dass wir den an dieser Stelle schon befreit hatten. Und das weiß ich nicht genau, wie das dann läuft. Aber dass dann der Schakal vielleicht flieht und wir müssen ihm dann, neuer Speicherstand, ihm dann in das Gebiet folgen, was wir gerade schon auf der Karte gesehen haben. Ins Herz der Finsternis. Stelle gleich wieder. Ja, komm zu mir, das ist gut. Steh auf. Ist doch noch nicht tot. Ja? Doch. Noch jemand da? Ja. Da kurft doch schon wieder einer rum. Na, komm raus. Wo bist du, mein Freund? Ja, man sollte nicht immer aufs Navi vertrauen.
Hey, das ist nicht gut. Okay, ich steig aus. Hey. Und jetzt? Ja, könnte jetzt natürlich leise vorgehen. Aber ihr kennt mich. Wie soll ich? Ich kann jetzt. Ey! Was ist denn hier los? Oh! Hab ich doch schon gesehen. Fuck. Das ist nicht gut. Fuck. Ja, wo ist er? Okay, dann eben nicht mit dem Kampftruck ins Gefängnis. Kann auch ohne. Kann ich nach Hause schicken? Bist du denn? Kann ich hier auch noch mal eben looten.
Ein Schakal treffen, das klingt so friedlich. Da ist zu. Ich hoffe doch, dass ich das dann aufschließen kann. Ach schön. Okay, ich kann gar keine Waffe benutzen. Also wird das natürlich ein sehr friedliches Gespräch werden. Ist ja nicht so, dass es mein Auftrag ist, ihn zu töten. Nein, ich gehe jetzt einfach hin, ignoriere den Auftrag und unterhalte mich mit ihm. So weit, so gut. Ganz logisch. Die Zivilisten sind weg. Die meisten sind schon über die Grenze. Ein ganzes Land ist dabei zu verschwinden. Sie sind im Weg. So können wir unsere Arbeit nicht machen. Wir müssen die Krankheit isolieren und vernichten. Sie müssen zwei Dinge für mich tun. Östlich von hier ist eine Landezone. Dort ist der Waffenhändler mit einem Koffer voller Diamanten. Er wartet auf einen Hubschrauber, glaubt, er könne abhauen. Die Diamanten gehören mir. Ich brauche sie für die Grenztruppen. Sie besorgen mir diesen Koffer, klar? Und dann sind da noch die APR und die Front. Es sind neue Leute am Ruder, dank Ihnen. Sie sitzen jetzt in einem Lager zusammen. Sie kennen sie, oder? Sie könnten einfach da reinmarschieren, stimmt's? Wenn sie drin sind, töten sie sie beide. Wie ist Ihre Sache? Seien Sie kreativ. Okay, also offensichtlich finde ich ihn im Moment so sympathisch, dass ich meinen Auftrag ganz vergessen habe, ihn zu töten. Meine gut, er hat uns schon ein paar Mal verschont, als er uns hätte umbringen können. Und seine Ideologie klingt nicht so komplett abwegig. Aber es wäre schon schön, wenn ich die Möglichkeit hätte, einfach meinen scheiß Auftrag auszuführen und ihn umzulegen. Finde ich an dieser Stelle etwas Die Leute zu Hause sagen, sie wollen helfen. Das erzählen sie ständig, im Radio und in der Zeitung. Sie lügen, sie sind nicht bereit zu tun, was nötig ist. Sie tragen ihre Heiligenscheine und sehen zu. Sie und ich, wir wissen Bescheid. Wir treffen uns bei der Grenze. Okay. Nur Sie können das tun. Ach so, ich habe die Wahl. Töte ich die beiden Kommandeure? Okay, hätte ich natürlich auch vorlesen können. Also im Journal steht, dass der Charakter, also ich plant ihn dann eventuell später einfach umzubringen. Ja, okay, liegt beides auf dem Weg. Sehr interessant, gespeichert hatte ich. Dann begeben wir uns doch mal ins Herz der Finsternis. Da sind nur tote Dudes. Das Terrain ist ziemlich unwegsam. Wenn Sie weitergehen, werden Sie nicht mehr zurückkehren können. Gehen Sie also sicher, dass Sie alles haben, was Sie brauchen, bevor Sie Ihren Weg fortsetzen. Okay. Ganz nach der finalen Mission an. Waffen haben wir ja frisch ausgewechselt. Okay, ein kleines Stückchen ist es noch bis dahin.
das ist also mit unwegsam gemeint. Ein Lichtreflex auf einem Felsen. Doch mehr da, als ich gedacht hatte. Na, von wo kam der Schuss denn jetzt? Wo bist du, mein Freund? Du denn hin? Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, dass ich das Gewehr mitgenommen habe. Wahrscheinlich noch einer. Oder? Du das? Na, ich kann speichern, wenn ich hier fertig bin.
Sehr gut. Heart of Darkness. Ah, ja. Sehr schön. Kleinen Moment. Da ist Rauch. Ah, oh Gott. Das ist ja noch ein ganzes Stückchen. So. Na, ist noch früh genug. Ja, aber ich glaube, hier sieht man auch wieder gut, dass das ursprünglich so gedacht war, wahrscheinlich für die Konsolen dann, dass man nur an diesen Bitten speichern konnte. Gott, muss die ganze Zeit aufstoßen. Ups, Gott. Keine Ahnung mehr, Mann. Die Jungs brauchen Hilfe. Vergiss es über. Okay. So, schauen wir mal wieder in den Wasserfall rein. Na. Nichts. Göttchen da sind unterwegs. Gott.
Entscheidet euch doch mal, wo ihr hinlauft. Wahrscheinlich hätte ich einfach dran vorbeischleichen können, ne? Das wäre es natürlich, wenn wir jetzt die Malaria-Tabletten ausgeben würden. Gehe mal davon aus, dass ich jetzt alle erwischt habe, sonst hätte ich noch was rennen sehen. Oh fuck. Was hat man davon, wenn man nicht gründlich arbeitet? Okay, es gibt nur den einen Weg hier. Was ist los? Wir waren Wasser holen. Als wir am See ankommen, ist auf der anderen Seite dieser Schakal und trinkt. Ohne Scheiß, einer der Jungs ist völlig ausgeflippt. Wie genau? Schakal, ein Zeichen! Rührt das Wasser nicht an, total irre. Der will immer noch eins trinken. Eigentlich müssten wir alle durchdrehen mit dem Schakal und diesem Söldnerpsycho. Mir leichter vorgestellt von hier oben. Wie komme ich da denn jetzt hin? Ein Haar runtergefallen. Wo hast du ihn zuletzt gesehen?
Komm wieder, keine Angst. Okay, komme ich doch gar nicht weiter. Ich dachte, ich müsste jetzt mich entscheiden, welchen Weg ich wähle. Aber sehr interessante Geometrie. Ja, aber das Optionale wollte ich sowieso als erstes machen. Dann geht das da wieder hoch. Denn da, wo ich gerade war. Ja. Passt. Ja, aber coole Levelarchitektur. Gehört und ich glaube, doch, mit Zoom kann ich ein bisschen auffüllen. Sonst habe ich alles, was ich brauche. Und dann gehe ich nach links. Es wird diesmal eine etwas längere Folge, merke ich gerade. Dich? Ja. Das heißt gerade, aber dachte mir, das möchte ich jetzt durchziehen. Denn viel für komische Verschläge. Den Waffenhändler soll ich erledigen, ne? Ja, Diamanten zurückholen, Waffenhändler erledigen, dies, das.
immer so ein bisschen bedächtig, wenn es hier nur einen einzigen Weg rein gibt. Ach, Hakim. Ich hab die Diamanten. Ja, moin. Ja, super. Sind Sie hier? Alles gut. Tut mir echt leid. Arschloch. Was? Hallo? Was schießt der auf mich? Er schießt auf mich. Oder habe ich als erstes auf ihn geschossen? Das wollen wir doch einmal herausfinden. Ja, okay. Nun sind Sie hier. Alles gut. Hör auf, knall ihn ab. Hey, nicht nötig, wir kennen ihn. Der Deal steht, er ist auf sich gestellt. Tut mir echt leid. Hä? Warte mal, also. Frage ist ja, komme ich da raus? Ohne Hakim zu erledigen. Also er schießt nicht auf uns. Solange wir nicht schießen, glaube ich. Könnte es versuchen, einfach die Beine in die Hand zu nehmen und zu laufen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das funktioniert, aber einmal probieren wir es mal. Ich hab die Diamanten. Nun sind sie hier. Alles gut. Hör auf, knall ihn, tut mir echt leid. Doch super, wenn mir das Spiel die Möglichkeit lässt, ein bisschen kreativ zu sein. Okay. Genug Munition und alles. Vorne jemanden gesehen? Nee. Na komm.
Ja, die Waffenverbotszone, das kennen wir ja. Ich mal, dass ihr auch nicht auf mich schießt. Ah, ja gut, wenn ich mit denen fertig bin. Könnte es hässlich werden. Meine Männer rücken auf beiden Seiten des Flussbettes vor. Wir nehmen sie in die Zange. Wir überwachen den Funk. Unsere Ziele bewegen sich nach Osten und hier werden sie langsamer vorankommen. Sobald wir die Trucks haben, müssten wir sie einholen können. Etwa hier. Schande, ey. Dass der letzte Trupp hier ist. Ach, du meinst es nicht. Es sind ganz schön viele. Eine erste Einheit ist südlich der Wasserfälle auf sie gestoßen und hat sie eine Weile beschattet. Schade. Nichts Neues vom Team beim Gefängnis. Sieht nicht gut aus. Das geht auch nicht gut. Was hast du denn vor, Mann? Was machen Sie denn hier? Ja, kannst ja mal probieren. Ups, das war nicht gut. Hier hinkommen. Ja, kommt alle hier hin. In diese Öffnung hier. Ey, fuck. Wieder doch durchschießen. Fuck. Das war so nicht geplant. Okay. Das wird nicht funktionieren. Was? Scheiße. Wahrscheinlich hier alle hochgelaufen. Oh Gott, die Zelle. Fuck, fuck, fuck.
her, sondern man nichts anderes machen kann, wenn man eine Tätigkeit angefangen hat. Speicherstand habe ich mir auch verdient. Aber dann renne ich nochmal rüber und hole mir ein bisschen Munition und ein paar Spritzen. Kann doch nicht sein, dass ich schon alle erledigt habe, oder? Sah gerade so viel aus. Mich nicht beschweren. So, zur Hütte des Schakals. Okay, es gibt noch einen anderen Weg. Oh Gott. Test. Da liegt sie, die Hütte des Schakals. Och, schön hat er sich's hier gemacht. Weiß man nicht, sind das hier Käfige oder stapelt er Holz einfach nur auf eine sehr kreative Art und Weise? Dann klopfen wir doch mal an.
hier drin. Ja, moin. Her mit dem Koffer. Alle hier, gut. Wir brauchen sie. APR und die Front. Sie jagen noch die Zivilisten, um sie zu töten oder zurück über die Grenze zu schleppen. Heute starben nur die, die es verdient haben. Ich habe Dynamit gelegt, draußen bei den Klippen. Aber die Zündschnur ist hin, also muss einer von uns darauf und die Zündkapseln kurz schließen, mit der Autobatterie. Die Trümmer versperren die Straße und die Soldaten kommen nicht weiter. Das arme Schwein, das den Job macht, geht drauf. Sie oder ich? Der andere nimmt die Diamanten und besticht damit die Grenzwachen, damit wir keine Probleme beim Übertritt haben. Diese Zivilisten werden heute Abend die Lager erreichen. Ist die Übergabe erledigt, wird dieser Typ, also sie oder ich, sich selbst in den Kopf schießen. Aha. Ich würde beides machen, aber die Zeit reicht nicht. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir es bis zum Ende durchziehen. Jede dieser Krebszellen muss zerstört werden, also auch wir beide. Wenn wir unterwegs sind, war alles umsonst. Eine Farce. Alles beginnt von vorne, so wie immer. Was machen Sie? Diamanten oder Dynamit? Ihre Entscheidung. So, was muss ich sagen? Machen. Okay. Die Knarre da ist echt klasse, versagt nie. Sie brauchen nur einen Schuss. Sie sind wie ich ein hoffnungsloser Fall, aber wir tun was dagegen. Das stimmt. Hey, habe ich die Knarre denn jetzt? Habt ihr nicht? Naja. Geht denn alle her? Personen stehen unter dem Schutz der nationalen Grenztruppen. Dies ist eine waffenfreie Zone. Wer das umsieht,
Hätte ich auch unten lang gekonnt? Ich könnte sie erschießen lassen wegen ihrer Waffe. Ja, bitte nicht. Sie werden mir vermutlich nicht sagen, wer hinter all dem steckt, oder? Und was können Sie für mich tun? Wir werden uns schon einig werden. Aber ich hoffe für diese armen Seelen, dass Ihr Plan aus mehr als dem hier besteht. Nach dem Exodus wurden mehr als 2 Millionen Flüchtlinge in Nachbarländer umgesiedelt. Hilfsorganisationen vermerkten eine überraschend, es war zu schnell, die verbliebenen Führungsmitglieder der APR und der UFLL schlossen sich zu einer Übergangsregierung zusammen, um die Ordnung in dem... Mensch, das ist viel zu schnell. Dann, ja, pausiert und lest es euch selber durch. Ja, das war doch nochmal ein schönes Ende. Und die letzte Mission war ganz cool. Da durch den Dschungel zu schleichen und nicht das ewige wieder in die Stadt und wieder zur Bushaltestelle und die ewigen gleichen Wege immer wieder fahren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Lasst gerne ein Like da und kommentiert doch mal, was ihr euch so wünscht, was ich als nächstes hier durchspiele, was vielleicht sogar interessant für mich im Sinne von Markierung von Metareferenz sein könnte. Ich werde jetzt auch eine kleinere Pause machen bis mindestens Ende Februar, weil ich da noch viel zu tun habe und das nächste Video wird dann wahrscheinlich im März rauskommen. Mal Anfang März, erste, zweite Woche. Also lasst gerne Vorschläge da, was ihr euch vorstellen könntet, was ich als nächstes spiele. Bis dann, macht's gut. Ciao.